Ja, ein Schlüssel. Und das hier, Nachricht des Illifiden. Der Hellebardengriff gehört zu der Sammlung hier, das gehört dahin. Kriegshammer plus 1. Jede Menge Langschwerter plus 1. Ich warte, erzählt mir mehr davon. Ja, wir haben wieder viel zu verkaufen und loszuwerden. So, man merkt, Talisa ist mit den 7-Meilen-Stiefeln recht flott unterwegs. So, jetzt haben wir eigentlich nur noch die Sphäre und dann die Hauptquest. Hui. Bei alles andere haben wir abgeschlossen. Wir haben hier in Ad-Katla alles erkundet. Wir haben die Sachen hier überall erkundet. Wir haben sogar schon beide Drachen getötet. Sowohl den in den Windspielhügeln als auch den in den Tempelruinen. Die Festung der Arnisis haben wir. Tandelsref Druidenhain, das haben wir alles erledigt. Ja, keine große Herausforderung. Ribald Tauschmann Ja. stets zu Diensten. Ribald. Wir haben Bolzen für dich. Ein Kriegshammer. Den Wellenschaft, den verkaufen wir nicht. Hier sind noch jede Menge Heiltränke und die Regenerationstränke, die wir mal trinken könnten. Das Buch Kassas. Ich hätte gedacht, dass das mehr wert wäre. Muss mal gucken, ob man das irgendwo wertvoller verkaufen kann. Stab der Überraschung, der kann auf jeden Fall weg. So. Die Spinnenstatue hätte, die will ich mal behalten. Melodisches Kettenhemd und Kudane, das kann auch weg. Der Schwert, das ist nämlich nur ein ETW-2-Schwert. Jedenfalls sehe ich keine besondere Fähigkeit, oder? Nö. Das pfeifende Schwert. Feen-Koboldstich, den würde ich gerne mal behalten. Langschwert kann weg, die Sachen können weg. Maler Schild. So, verkaufen. Das Schmetterhorn behalten wir. Die anderen beiden Sachen behalten wir auch mal. Den Bogen behalten wir. Den Luftstecken behalten wir erstmal. So, Grünsteinring. Das kann alles verkauft werden. So. Stäbe, Todeswolk. Stab der Himmel, der hat fast keine Ladung, so wie das, aber so wie billig wie er ist. Das will ich nicht verkaufen. Nur die drei Schwerter hier. Steinhaut. Auflösung, das will ich alles behalten. Kugel der Unverwundbarkeit eigentlich auch. Infravision und Orakel. Geringe Zauber. Abwehr eigentlich nicht. Wahrer Blick auch nicht. Furchtbaren kann weg. Glück kann weg. Und reflektierendes Ebenbild, das kann auch weg. Ich war einst eine Mondklinge, müsst ihr wissen. So, Keldon hebt die Waffen auf, die wir behalten wollen. Oh, die Halsbänder sind alle kaputt gegangen. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Oder gibt das einfach Erwi? So.
Den da würde ich auch gerne noch aufheben. Ich bin nämlich noch am Überlegen, was ich mit dem machen soll. Ja? 5 Ladungen hat der Stab der Himmel. Naja. Fragt nur. Nun gut. Besser als nichts, würde ich sagen. Was immer ihr. Wart mal kurz. Wenn ihr es wollt. Seid mir gegrüßt, werter Kunde. Die Götter mögen euch wohlgesonnen sein. Du verkaufst mir das Buch von Kasse auch nicht teuer. Ich mag Leute wie euch eigentlich nicht, aber guten Tag trotzdem. Und du wirst es auch nicht, überhaupt nicht haben, okay. Ich warte. Ja, natürlich. Die beiden Sachen weg, die brauchen wir nämlich auch nicht mehr. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Können wir mal Quay Bescheid sagen bei der Gelegenheit auch gleich, dass die Jungs, die Leute gerettet wurden? Ihr. Euer Wunsch ist mein Begehr. Was braucht ihr? Seid getröstet, Herr Lichter. Alles ist hoffentlich in Ordnung. Ja, ist es. Ich bin nicht beunruhigt. Ihr müsst. Okay, gut. Das heißt, Valiga Cortana. Ausrüstungsgegenstände der Tor lösen sich auf, wenn sie Sonnenlicht ausgesetzt sind. Jo. Das hat noch eine tiefere Bedeutung für uns später. Ja, was ich noch sagen könnte, möchte. Ich habe mir ja jetzt ziemlich Zeit gelassen, nachdem Herr Dallas und Redis Shai entführt wurden, damit sie zu retten. Was ja irgendwie nicht zum Charakter passt, könnte man sagen. Ganz ehrlich, an manchen Stellen bin ich halt lieber out of character, weil das Spiel sonst zu anstrengend wird. So wie zum Beispiel, dass ich ständig lade, wenn jemand krepiert. Weil es ist einfach zu anstrengend, ständig die Leute wieder zu beleben. Außer in ganz besonderen Fällen, dafür hebe ich ja gerade den. Das da auf. Das Zepter der Wiederauferstehung. Was möchtet ihr? Erzählt mir mehr davon. Schön, euch wiederzusehen, mein Fürstin. Gab es noch einen Wunsch eurerseits? Ah, ich bin schon wieder unterwegs. Mal sehen, ist Valiga Cortana hier oder müssen wir ihn erst aus Dings holen? Keine große Herausforderung. Er ist nicht hier. Nun gut. Was immer ihr wünscht. Okay. Das heißt, die Oma-Hügel. Feinde haben euch aufgelauert. Verteidigt euch. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Freund ist etwas für Leute ohne Selbstvertrauen. Yes,
So, dann mal weiter. Natürlich. Ich habe nichts, was ihr brauchen könntet. Ihr seid von recht respektabler Art, denke ich. Ich dachte, die Wölfe hätten das Problem verursacht, aber gut zu wissen, dass sie jetzt auch weg sind. Habe gehört, dass ihr die Oger dazu bringen wollt, uns auch zu beschützen. Ich könnte diese Hilfe sicher gut gebrauchen und die Händler dürften sich auch über das zusätzliche Geschäft freuen. Allerdings wird's schon komisch aussehen, wenn am helllichten Tag ein oder zwei Oger durchs Dorf marschieren. Ja. Fragt nur. Okay, da war ein wilder T-Shirt. Wobei das eher aussah wie ein Gepard. Oder ein Leopard. Ihr müsst eure Gruppe erst... Euer Wunsch ist mein Begehr. Sehe, ihr habt mich gefunden. Habt ihr es euch bezüglich meines Angebots anders überlegt? Ja, ich schließt euch mir an und wir werden die Sphäre der Ebenen gemeinsam betreten. Ich danke euch, dass ihr mir auf diese Weise geholfen habt. Die Vorstellung, meinen Vorfahren oder gar den verrückten Magiern gegenüberzutreten, macht mich nervös. Aber es muss getan werden, wenn ich jemals wieder Frieden finden möchte. Machen wir es so erstmal. Nein, das kann nicht euer Ernst sein. Ich stand in schwierigen Zeiten treu an eurer Seite und habe viele meiner Brüder vor den Kopf gestoßen. Werde ich euch tatsächlich für ein x-beliebiges Gruppenmitglied stehen gelassen? Ich bin mir nicht sicher, dass ich je wieder zurückkehren könnte, wenn ihr euch so verhaltet. Gut, dann halt nicht. Ich schätze, was ihr zur Gruppe beitragt und ich wünsche nicht, dass ihr geht. Ich danke euch. Ich habe sehr viel in diese Gruppe investiert und es würde mir gar nicht gefallen, mich jetzt schon von ihr zu trennen. Okay. Ja, Hira geht nicht. Das heißt, Minsk wird mal wieder gehen. Bo muss wissen, ob wir bei der Gruppe bleiben sollen oder nicht. Geht zur Kupferkrone. Ja, ich bin noch immer da. Du bist Valiga, du bist ein Pirscher, also eigentlich ein Waldläufer. Kannst mit dem Langbogen gut umgehen. Hast deine persönliche Familienrüstung, hast einen Dolch, einen Speer. Also bist du da hinten erstmal gut aufgehoben. Ich war keine... Nun gut. Das heißt, wir gehen hier oben um. Ich kann hier außerdem noch schnell die Hütte fertig aufdecken. Yay. Dann kehren wir jetzt in die Slums zurück. Zur Sphäre. Was möchtet ihr? So. Da wäre der Eingang der Sphäre hier. Das wird uns jedenfalls hier oben hinbringen und dann zur Tür. Ja. Gucken wir einfach nachher mal. Also nach dem Cut. LP 033 wird gespeichert. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja.